Also wir sind heute hier in Aspern am Siegesplatz 22 mit dem Helmut Weiß, der hier unsere Geschichte, die Aspener Geschichte, mit Hilfe seiner Kunst festgehalten hat. Und das stellen wir jetzt vor. Eigentlich einen Hafnerbetrieb, wo wir Kachelöfen und Keramik produziert und verarbeitet haben. Und der leider jetzt natürlich aufhören hat müssen, weil ich nicht mehr so jung bin und eigentlich das leider aufgeben hat müssen durch verschiedene Sachen. Aber es geht um die Geschichte. Die möchte ich gerne erhalten. Wir sind hier heute in Wien, Aspern, und ich habe da einen hiesigen, den Herrn Helmut Weiß, geboren in Aspern, ein Künstler, der die Geschichte von Aspern hier verwirklicht hat auf der Fassade dieses Hauses. Und zwar in mehr als 10-jähriger Arbeit hat er Keramikkunst gemacht und hat er die ganze Geschichte von Aspern, die lokale Geschichte, hat er künstlerisch dargestellt. Helmut? Ja, da ich da geboren bin, war ich natürlich interessiert, die Geschichte auszugraben, was am Anfang gar nicht leicht war. Aber mir ist es dann gelungen, dass ich zum Beispiel von der Höppel, das war die Direktorin vor dem Krieg in der Volksschule, die hat sehr viel beigetragen. Von der Kirche haben wir einiges bekommen, von Kloster Neuburg haben wir einiges bekommen, weil da herüber der Donau, das hat ja damals nicht zum Römischen Reich gehört, das hat ja eigentlich die Germanen und Langobarden und was da waren. Und da waren natürlich hauptsächlich Kirchengründe und die sind natürlich verwaltet worden. Deswegen hat mein Architekt in Kloster Neuburg über Aspern auch sehr viel eigentlich recherchiert. Ja, und da mir natürlich, da ich 10 Jahre da nur an die Keramik entwickelt und brennen und gearbeitet habe, wäre mir natürlich schon recht, dass das den Aspernern erhalten bleibt. Wenn das natürlich weggerissen wird, würde ich schon sehr traurig sein, weil wenn man 10 Jahre arbeitet und dann das verlassen muss, das Objekt, da wir vielleicht jetzt durchgehen und schauen, was auf jedem Objekt drauf ist. Ja, also wie ist das? Es ist so, also du hast das gemacht, du hast diese Fassade gestaltet, du hast die ganze Geschichte da künstlerisch dargestellt und jetzt ist das Problem, die wollen das wegreißen, ja, und da sollen irgendwelche Häuser gebaut werden oder Apartments oder so und dein Anliegen ist es, dass das erhalten bleibt. Aber es ist nicht nur dein Anliegen, genau. Das ist ja Kunsterbe, Kulturerbe von Aspern. Wir haben auch viele Aspener angesprochen, ich soll mich darum kümmern, dass das erhalten bleibt. Was natürlich, wenn ich das Haus nur mir gehöre, dann hätte ich das nie abgerissen. Aber da spielt eben verschiedene andere Sachen auch. Da müsste eigentlich, weiß ich, der Bürgermeister oder der EMA 19 müsste das sagen, dass das nicht abgerissen werden soll, weil man kann ja das Haus wegreißen und die eine Wand stehen lassen und dann eine Wand dazu bauen oder sowas, wie es mit den alten Sachen ja auch mit den Ziegelwerken gemacht wird. Hast du da irgendeine Unterstützung von der Politik, in lokale Politik, in Aspern, in der Bürgermeister? Kümmert sich der Bürgermeister oder irgendwelche Bezirksräte oder irgendwer, hat da irgendwer schon die unterstützt bis jetzt? Nein, bis jetzt hat mich niemand unterstützt, weil ich bin verhältnismäßig durch das, dass ich als Firma gearbeitet habe und damals bei der Eröffnung alle Parteien eingeladen habe und es ist gar niemand gekommen, habe ich praktisch überhaupt keine Unterstützung. Und wenn ich jetzt frage, dann heißt es nur ja, sie haben keinen Zugriff auf die EMA 19. Das sind andere Personen, die da zuständig sind. Na, die putzen sie an, die wollen sie abputzen. Naja, wir sollten eigentlich, wenn wir das erhalten wollen, und das ist erhaltenswürdig, weil das ist Kultur, ja, aber eigentlich gehört das unter Denkmalschutz, gehört zumindest die Fassade unter Denkmalschutz. Man muss ja nicht das ganze Bauprojekt aufhalten, aber das gehört auf jeden Fall gesichert für die Nachwelt. Weil du hast mir erzählt, dass die Schulklassen da immer wieder herkommen und sie das anschauen. Und
jetzt, die kommen jetzt immer noch. Und im Mai kommen sie von ganz Europa praktisch, weil da ist immer wegen Herzherzog Karl im Mai diese Veranstaltung, wo sie mit der Kanone schießen und alles Mögliche und die Deutschmeister aufmarschieren. Und da kommen automatisch die Leute von Frankreich, von Belgien, kommen da her und schauen sich die Fassade an. Aber was ist das für eine Veranstaltung? Kannst du ein bisschen näher definieren? Das ist über einen Napoleonsieg, was man dann am Bude genauer eingeht drauf. Weil ja da der Napoleon das erste Mal eine Schlacht verloren hat. Das ist ja ein historischer Boden hier in Aspern. Da wurde der Zauber von Napoleon gebrochen. Das ist das erste Mal, dass er eine Niederlage in einer Schlacht gehabt hat, hier bei Aspern. Die Franzosen haben ja das verdrängt, bewusst, Aspern, die Schlacht bei Aspern. Und darum haben wir ja da die Siegessäule und alles. Ja? Das ist ja für uns ist ja das ist ja wirklich historischer Boden für die österreichische Geschichte. Und du hast das praktisch gebannt in deinen Werk. Ich bin praktisch am Schlachtfeld in Aspern vor, also nach der Schlacht, genau in den Monat, 130 Jahre später auf die Welt gekommen. Darum habe ich irgendwie das Verlangen gehabt, dass ich da eigentlich das wegen der Schlacht ausgrab. Nur, dass dann so viele Unterlagen auftaucht sind, dass ich ganz Aspern ausplostern hätte können, das habe ich dann erst gesehen. Und darum habe ich müssen dann, ich habe nur 5 große Bilder gehabt, da habe ich auf jedem Bild müssen 3 Geschichten geben. Jetzt ist das natürlich ein bisschen zusammengedruckt, aber wir können die Geschichten gerne jetzt anschauen. Aber wenn irgendjemand herkommt, der kann es auch lesen. Ich habe Bild und Schrift auf die Bilder drauf. Deswegen kommen die Schulen gern her und da tut einer vorlesen und die ganze Klasse schaut sich das an. Ist eigentlich ja ein Lehrstoff, was schade wäre, wenn der verloren ginge. Das war der erste Bild, das mit Aspern. Ja. Und du hast aber dann überhaupt den Beginn gesucht, und zwar, du hast begonnen mit deinem Werk mit dem Urknall und du stößt den Urknall da. Und ja, das ist das Bild, vielleicht kannst du uns das beschreiben. Ich habe da natürlich eine kleine Fläche gehabt, die was sonst leer gewesen war. Und da habe ich verhältnismäßig einen Urknall gemacht. Das ist dann ein bisschen mehr als wird 2000 vor Christi. Weil ich habe da direkt ein paar Planeten vom Universum und einen brennenden Planet. Ob die Erde vor Millionen Jahren brennt hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe einen Blitz dazu gemacht und Feuer halt. Ich kann mir vorstellen, dass die Erde so ausgeschaut hat vor ein paar tausend Jahren. Vor ein paar Millionen Jahren. Das ist eine Galaxis oder so? Das ist aus dem Universum verschiedene Planeten. Was mir gefallen hat, habe ich da irgendwie halt als Planet. Ich habe lauter Kugeln und natürlich, was sogar in die Bücher drin sind. Aber wie gesagt, das ist natürlich von mir, weil das ein brennender Planet, die Erde war. Also ist schon älter. Das Weltall unendliche Weiten. Ja. Genau. Auf alle Fälle der Urknall habe ich das mal unbedingt eingebaut, weil mit den kleinen Flächerl habe ich nicht irgendeine andere Geschichte. Außerdem hat ja alles angefangen, angeblich mit dem Urknall. Okay, wir gehen in der Geschichte weiter. Wo sind wir da? Was ist das? Was steht das da? Also, da haben wir verhältnismäßig die zweite Kolonisation um 1020. Aspern wurde urkundlich erwähnt 1258. Und man sieht, es ist herüber der Donau, es ist praktisch außen Römischen Reich, wo Landwirtschaft und verhältnismäßig die Landwirtschaft, Boden und der Wald und alles genützt worden ist. Was dann natürlich noch dazu gekommen ist, weil die Donau ja damals noch nicht reguliert war, die hat damals nur 3 Arme gehabt, da ist in Aspern nachweislich 1,5 Meter Wasser da am Siegesplatz gewesen bei der Überschwemmung, wie die Donau noch nicht reguliert war. Darum habe ich dann da die Wassermassen und die Leute, was praktisch in die 1,5 Meter, da hat schon einer groß sein müssen, wenn er da gerät ist. Da waren keine hohen Stockwerke, die sind natürlich in die Umgebung geflüchtet. Genauso wie Franzensdorf damals unter Wasser gekommen ist, was der Kaiser dann ein paar Häuser erneuert hat. Also Hochwasser war damals immer gang und gäbe auf der herüberen Seite. Deswegen haben sie damals die Donauregulierung gemacht. Und das ist das Ackerbau und Viehzucht natürlich da geblüht hat und reiche Bauern wurden sind herüber der Donau.
Und es ist aber, die zwei Türkenbelagerungen, was wir in Wien gehabt haben, sind die Türken natürlich auch über die Donau umgekommen da, weil sie da auch noch leicht darüber können haben. Und haben da natürlich eine Verpflegung sich geholt und haben sie natürlich da, die Bauern, die was viel gehabt haben, denen haben sie auch natürlich was weggenommen. Und den Leuten, die nichts gehabt haben, haben sie auch was weggenommen. Und somit ist das auch schon wieder das dritte Büdel. Als viertes habe ich da noch draufgegeben, dann, dass die Kirche 1611 in den Turm, was da in Aschbahn besteht, das was einmal ein Aussichtsturm war, wo die Alarmglocken war, wo die praktisch, wenn Hochwasser war, die Leute aufgeweckt haben, damit die aus den Häusern flüchten können oder was ich vielleicht höher rauf in am Dach. Oder wenn ein Feind gekommen ist. Ja, wenn ein Feuer gekommen ist, haben sie natürlich auch die Alarmglocken geläutet. Aber da hat hauptsächlich die Feuerwehr hin, weil Aschbahn hat ja immer schon eine gute Feuerwehr gehabt. Die haben sogar von den Donauarmen Kanäle gemacht, wo sie sich das Wasser nehmen haben können, wenn irgendein Haus brennt hat, dass sie da eigentlich damals sehr modern eingerichtet waren für die damalige Zeit. Gut, das ist ein Testbild. Gehen wir zum nächsten. Okay. So, da sind wir jetzt, warum ich hauptsächlich die Bilder oder die Geschichte ausgraben habe. Da ist natürlich 1809, wo der Napoleon das erste Mal die Schlacht verloren hat. Da ist der Erzherzog Karl mit der Fahne, also das berühmteste Bild habe ich da verwendet und habe praktisch die Schlacht gezeigt, was damals 3 Tage gedauert hat. Und wo natürlich viele Häuser niederbrennt waren da am Siegesplatz, weil Siegesplatz war die Masse und am Heldenplatz vorne, direkt bei der Kirche, ist natürlich, dort heißt er noch Heldenplatz auch, weil ja, da sind eine Menge natürlich, haben sich gegenseitig erschlagen, wenn man es so nennen kann. Das war über Napoleon und dann war mir auch sehr wichtig, der Flughafen und die Dampftramwe. Diese Dampftramwei haben wir von alten Bütern ausgeräumt und dieser Waggon, was da ist, der ist nach dem Krieg noch als für die Gemeinde gefahren. Das war also ein gefederter Waggon, das waren die Waggon von dieser Dampftramwei, was da in Aschbahn war, wo es natürlich dann in Rot-Weiß gestrichen waren. Und ich bin damals nach Floridsdorf gefahren am 17er und der hat so schön gefedert, da sind wir herausgestanden, weil da war ja alles noch offen, waren praktisch genau diese Waggon, was damals da auf der Dampftramwei waren. Die Dampftramwei war 1870 bis 75. Nein, da war die Donauregulierung und 1886 war schon die Dampftramwei da, weil vor der Dampftramwei war Pferdetramwei da. Und 1912 ist dann, was ich als wichtigstes Teil eigentlich gefunden habe, der Flughafen gemacht worden. Das ist einer der größten Flughafen damals von Europa gewesen. Und was ganz wichtig war, es war eigentlich der einzige Flughafen, was von Paris nach Asien eine Zwischenlandung war. Und es war natürlich auch der Zeppelin da, es waren die alten Flugzeuge da. Es war damals natürlich eine Sensation, der Flughafen. Wir haben die Dampftramwei da gehabt, sind die Leute da hergekommen und haben praktisch eben sind da weggeflogen. Das war eigentlich der einzige Wiener Flughafen damals. Das war fast der europäische Verkehrsknoten? Das war der europäische Verkehrsknoten. Für Wien war praktisch Aschbahn der Flughafen. Was man mit dem Bild natürlich nicht so genau sieht, aber das waren die Tatsachen und dass das damals 21. Bezirk war und der Hitler dann erst den 22. Bezirk gemacht hat, wo auch Großenzersdorf dabei war und natürlich Groß-Wien aufgebaut worden ist, das habe ich auch noch hergeschrieben, aber seit 1956 gehört auf alle Fälle der wiederum Aschbahn direkt zu Donaustadt. Da heißt es Donaustadt jetzt, genau. Und ja, dann schauen wir noch. Wir schauen zum nächsten Bild, ja. Das nächste Bild. Gut, was haben wir da? Also, das ist natürlich mein Lieblingsbild, weil das ist das, was ich erlebt habe.
Weil wir haben da das Postflugzeug, das letzte, was noch angeschrieben war, mit Aspern 28. Hast du das gesehen, noch, das Flugzeug? Nein, ich habe es nicht gesehen, aber das hat mir einer, der was ein Flieger ist und was da einen Flugschein gemacht hat, hat der die ganzen Unterlagen, und da habe ich natürlich aus diese recherchiert, und der hat mir auch gesagt, dass dieses Flugzeug dann 1938, wo die Wien Aspern das florierendste Postflug von Europa war, dann von Hitler natürlich übernommen worden ist. Und das waren wie die drei Motoren, diese Wölblechmaschinen, die U. Und das Flugzeug, was Aspern 28 war, ist dann mit der deutschen Nummer, was ich jetzt nicht mehr genau lesen kann, ich glaube Deutschland, A, K, E, G, oder ist das ein Buchstabe? Das war auf alle Fälle. Das ist dann umgetauft worden. Das hat dann das Hakenkreuz gekriegt, darum habe ich auch das draufgegeben, weil das war genau dieses Flugzeug, was die Deutschen dann verwendet haben. Österreich war dann weg und das war dann Deutschland. Dann war Deutschland. Und da habe ich auch oben bis 1945, also bis 1938 war es unser Flugzeug, dann bis 1945 war es deutsches Flugzeug. Ob das dann noch überlebt hat oder nicht, weiß ich nicht, weil es ist ja sehr viel bombardiert worden und ruiniert worden, und wo das gerade war. Ab 1945 war natürlich Aspern der russische Flughafen, da war damals die MiG da, bis 1955, also 10 Jahre haben den Aspern Flughafen die Russen besetzt, wo ich natürlich auch ein MiG gemacht habe mit dem Sowjetstern. Und eins muss ich noch zu den Maschinen sagen, da waren ja die Einflugschneisen von den Flughafen waren ja über die Siedlungen, und da hat eine deutsche Maschine zum Beispiel einen Rauchfang sogar angerissen, so nie, dass an die Wand gelandet haben, runtergekommen. Höchstwahrscheinlich waren sie so schwer beladen, dass die so tief runtergekommen sind. Das war damit bis 55, und nach dem 55er Jahr war dann haben wir unsere OE Nummern gehabt, und dieser Doppeldecker, was da drauf ist, das war ein Kunstflieger, ein Aspener Pilot, der was damals in England den ersten Preis gemacht hat in die Kunstfliegen in der Zeit, nachdem wir schon wiederum Österreich uns gehört hat. Und dann war noch der Fallschirmspringer, die Fallschirmspringer und die ganzen auf dem Flughafen, und das Autorennen war damals auf dem Flughafen, weil der schwächer der Flughafen größer war, und das, deswegen ist auch jetzt ganz zugesperrt worden, weil die zweite Landebahn in Schwechat geht da rüber, und da täten sie die Flieger ein bisschen in die Quere kommen. Genau. Und das ist jetzt da das General Motor, das was ab 1982 praktisch da auf dem Flughafengelände gebaut worden ist, und jetzt natürlich die Seestadt dahinter gebaut worden ist, also der ganze Flughafen ist praktisch jetzt weg. Wir haben dort jetzt einen Teich, einen Seestadt und eine Menge Häuser, und eben dieses Gebäude ist immer noch da und wird immer noch produziert. Das ist eigentlich von meiner Legende, wie gesagt, das habe ich erlebt, und da ich ja in Aspern aufgewachsen bin, habe ich auch dieses Flugzeug unbedingt gesucht, dass ich das Bild mit den drei Propeller finde, weil wie die gelandet sind, war ich damals, glaube ich, 7 Jahre oder 6 Jahre, und da bin ich mit meinem Bruder gerade genau in der Landesschleifen gewesen, und da ist das Flugzeug eigentlich in der Haushöhe von den Siedlungen von der linken Seite gekommen, und das war breiter als eine ganze Siedlung. Das war so gewaltig. Wir sind am Straßenrand dann im Gras gelegen, und der ganze Boden hat sich. Das ist ein richtiges Kindheitserlebnis, was du noch real vor dir hast. Weil wenn diese Motoren bremst haben sie einen furchtbaren Lärm gemacht, dass der ganze Boden zittert hat. Und ich habe andere Erlebnisse, aber die gehören da jetzt nicht her. Nur das war mir wichtig, dass dieses Flugzeug mit den drei Propellern da irgendwie ist. Aber wie gesagt, das sind meine Wünsche. Aber für die Legende ist natürlich alles genau aufgeschrieben. Würde ich mich freuen, wenn die natürlich stehen bleiben geht. Ich habe zwar dann auch noch meinen Sohn und mich
wie wir produzieren da. Das ist jetzt praktisch eine Selbstdarstellung von ja, dir. Ja, das ist so von mir. Selbstbildnis. Mein erstes Keramikbild, was ich gemacht habe, weil ich habe ja hauptsächlich Kachelöfen produziert, auch produziert. Du warst Hafner vom Beruf, ne, und gelernt. Ich habe Kachelöfen gemacht, ich habe Fliesen gelegt, ich habe Kacheln produziert und habe für Künstler natürlich auch verschiedene Sachen in meinem Brennofen brennt, wo wir sehr viel mit Aufglasuren gemacht haben und einiges mehr. Aber ja, und der Sohn ist da, ein Originalbild, wo er in den Ofen drin ist und gerade den Ofen aufbaut. Hast du den Sohn angelernt? Hat der Sohn dann praktisch dein Gewerbe oder deine Handwerk übernommen? Ja, der Sohn hat 10 Jahre den Betrieb gemacht, der hat aber dann 4 Kinder gehabt und wenn man seriös aufbaut irgendwas und gute Qualität machen will, ist man leider in Österreich auch nicht sehr gefragt. Darum sind ja auch die VW-Werke nicht in Österreich geblieben, weil die haben sie in Deutschland auch gemacht. Das hat sich keiner leisten wollen oder leisten können, weil diese Arbeit doch sehr teuer war. Nein, es haben da viel ekelhaftere Sachen mitgespielt, dass eigentlich das Gewerbe ruiniert worden ist von den Politikern. Ich will nicht über die Politiker aushauen, aber unser Innungsmeister hat halt einen Blödsinn damals gemacht und wollte, na, das sage ich jetzt nicht, wollte eigentlich nicht an Jemen zahlen, deswegen ist dann über den Kachelofen nur mehr geschimpft worden, obwohl das wertvollste Gut war, was eigentlich in der Kultur noch richtig umweltfreundlich Wärme produziert hat. Weil ein richtiger Kachelofen mit Strahlungswärme ist immer noch ganz was Spezielles, wo eigentlich nur mehr einige in der Provinz gemacht werden. Bei uns werden nur mehr in meine, also als alter Hafner muss ich sagen, fast Attrappen gemacht, wo ein Eisenofen drin ist und ein paar Kacheln drüber. Das war ja eine eigene Lebensqualität, was da zerstört worden ist praktisch, dass diese Kultur, dieses Kulturgut aufgegeben worden ist. Das war ein richtiges, wie soll ich sagen, Know-how, was ein altes Know-how war, was eigentlich niedergeknüppelt wurde, weil das dann die Tschacheranten gesagt haben, na kaufen Sie nicht lieber so einen Ofen, weil mit einem echten Ofen bringen Sie ihn nur um und lauter so blöde Bemerkungen. Aber du könntest nur einen bauen? Ich könnte noch, aber mit 82 tue ich mir die Arbeit nicht mehr an. Weil ja, es ist aber du müsstest halt die Technik, aber das Know-how hast du noch. Das Know-how habe ich sogar von 3 Generationen, weil ich habe das alte Know-how gekriegt von den alten Söhnen, die was schon in Pension waren, in 53er Jahren. Und dann habe ich natürlich die Wiener Holzofentechnologie studiert, weil die habe ich in der Berufsschule machen müssen und als Meisterprüfung machen müssen. Und dann habe ich mitgearbeitet in der Versuchsanstalt, wie wir die Computerberechnung ausgearbeitet haben. Und da ist eine gewaltige, wie soll ich sagen, ein Know-how ausgearbeitet worden, das was leider nicht mehr sehr viel gemacht wird. Allerdings in Deutschland und in Ungarn machen sie es jetzt, weil die haben sich wesentlich verbessert und bei uns ist leider... Ist ja schade, das gehört eigentlich gesichert, das ist ja ein wertvolles Wissen, das was du vielleicht mitnimmst oder der Sohn hat, der Sohn kennt sich auch noch. Der Sohn hat das Wissen gemacht, er hat sich aber dann total ob eine andere Branche aussuchen müssen, weil er hätte seine Familie nicht ernähren können, weil der Andrang war nicht mehr so an echte Kachelöfen und er wollte unbedingt auch Qualität machen oder gar nichts, da hat er lieber aufgehört, bevor er, was ich den Leuten jetzt mit viel Geld irgendwas verkauft, das was eigentlich die Qualität gar nicht bringt. Weil vor ein paar hundert Jahren sind die Leute schon hinter dem Kachelofen gesessen, wenn sie krank waren, weil sie gewusst haben, das repariert den Körper. Und die ideale Wärme hat natürlich besonders der österreichische Kachelofen nach dem Krieg, weil da war die Vorschrift, dass da 30% Schamot in die Kacheln war, dass das ein atmungsaktives Material war, dass da die Wärme durch den Körper durchgegangen ist. Und das geht nur, wenn ein Ofen verhältnismäßig so gebaut ist und nicht, wenn er eine Zirkulationswärme hat. Das ist ja ein richtiger Heilbehelf, ne? Das ist ja ein Heilbehelf. Ist eigentlich ein eigenes Universum, was auch
beim Verbrennen, wenn ich ein gutes Holz in einem richtigen Kachelofen verbrenne, das ist ein richtiger Holzofen dann, wenn das nicht der Allesbrenner ist, dann tue ich praktisch das abbrennen lassen und zusperren, und die sanfte Strahlung, das ist ungefähr so wie im Frühjahr, die sanfte Sonne, wo alles wächst und alles... Frühlingssonne oder Frühlingswärme ist das. Für den Menschen praktisch ein kleines Universum, wo er diese wie es Früchte ernten kann, was, wie gesagt, leider nicht mehr sehr viel oder sehr aktuell ist, weil das Wissen in Österreich nicht mehr da ist in der Gesellschaft, weil die Leute eigentlich glauben, wenn das ein Marken ist und ein Eisenofen drin ist, dass das ein Kachelofen ist. Na, das ist eigentlich schade, das darf eigentlich nicht aussterben. Eigentlich müsste die Politik an dich herantreten, dass du mit deinem Wissen das noch irgendwie belebst oder weitergeben kannst. Ja? Also ich habe mich damals sehr bemüht. Ich habe damals sogar Heizeinschulungen für Kachelöfen im Geschäft gemacht, weil die Leute natürlich, die waren nach dem Krieg auf Koksöfen eingestellt, die waren auf Kohlenöfen eingestellt, die haben einen Kachelofen nicht richtig heizen können, was bei manchen Firmen gar nicht so genau erklärt worden ist, und dann natürlich die Öfen ruiniert worden sind, weil sie zu früh oder zu spät oder hauptsächlich zu früh zugemacht worden sind. Aber deswegen habe ich extra für meine Kunden Heizeinschulungen gemacht, und ich freue mich heute noch, weil sanieren oder Ofen putzen gehe meine Kunden immer noch, und die sind, ja, ich werde oft umarmt, das baut mich eigentlich auf, darum schaue ich jetzt noch so jung aus, weil wenn ein Kunde so eine Freude hat und 30, 40 Jahre mit einem Ofen heizt und den nie hergeben würde und so viel Positives erzählen kann, dann lacht mein Herz natürlich schon, und dann geht es mir wieder besser, und dann sind die Altersschwächen wieder weg und ich bin wieder voll da. Dann weißt du, dass deine Arbeit einen Sinn gehabt hat. Ich habe einen Sinn gehabt, ja. Und das ist für einen Menschen ganz was Wertvolles, weil darum, obwohl ich in 97er Jahren eigentlich schon sehr krank war, bin ich jetzt wieder voll da und freue mich, dass ich leben kann. Und diese Arbeit soll ja auch einen Sinn haben, die du da gemacht hast, und die soll erhalten bleiben für die Zukunft und für die Nachwelt. Und das ist auf jeden Fall, wir wollen ja nicht jetzt unbedingt das Bauprojekt stoppen, aber Fakt ist, eigentlich muss das integriert werden. Und das müsste möglich sein, und da müsste die Politik so eine Kraft haben und so stark sein und müsste ja auch den Willen haben, dass sie mit dem Bauherrn oder was auch immer, dass sie das durchsetzt, dass das erhalten bleibt. Und eigentlich, wenn der Bauherr eine Kultur hat, dann müsste der das ja auch interessieren. Das ist ja ein Wert eigentlich. Du müsstest ja was kreieren für das, in Wahrheit. Ja? Also ich würde mich freuen, wenn es stehen bleibt. Ja. Aber wir haben jetzt noch ein kleines... Wir haben noch ein Bild. Wir haben da... Jetzt sind wir beim letzten Bild. Okay. Da war noch eine kleine Fläche frei. Da habe ich halt dann das in meinen Dünken, das Universum gemacht, mit Sonnensystem, wo eben unser Planet ist, und der Mond und ein paar Sterndeln rundherum. Also als Abschluss noch das schöne Universum, wo der Planet eigentlich erhalten gehört. Und genauso wie die Fassade in Aspern da bleiben sollte, sollte ja der Planet auch da bleiben. Und hoffentlich lassen sich die Politiker was einfallen, dass diesen Planet retten, nicht nur gegenseitig sie beschuldigen und abmachen und eigentlich für die schlechten Sachen nichts unternehmen. Wenn unsere Politiker für uns Bürger da wären und wirklich das Beste raussuchen, nicht immer gegenseitig sie aufhusten, war das natürlich schön für den Planeten. Und jetzt hat die Politik die Chance, dass sie das aufgreifen, jetzt wissen sie es, weil wir machen das öffentlich, und wir werden auch an sie herantreten, und wir werden die Bevölkerung informieren in ganz Österreich und in Wien und besonders im 22. Bezirk, die lokale Politik, und wir werden schauen, dass wir da eine Initiative entwickeln, dass das gesichert wird und das gehört, und da gibt es eigentlich kein Argument dagegen. Das war ja urschad, dass das verschwindet, genauso wie deine Kachelöfen da verschwinden oder diese Technologie verschwindet. Das können wir jetzt noch verhindern, und wir können auch diese Technologie von den Kachelöfen noch sichern mit dir, solange du lebst, haben wir die Chance, dass wir diese Technik, was jahrhundertelang sich entwickelt hat, dass die noch
weitergegeben wird. Ja? Wäre natürlich super, ich würde mich freuen. Ich habe auch noch die 8 Dörferwappen hier auf der Fassade modelliert. Und ja, auch das ist irgendwas, was erhalten bleiben sollte, weil der Bezirk hat eben die 8 Dörfer. Und da sind über jedem Fenster und über dem Tor sind überall also diese 8 Wappen auch noch. Also der Bezirk hat einen Künstler, der da eigentlich noch nie richtig gewürdigt worden ist. Ja schon, von die Schülern, von den Lehrern, die das sehen und die Schüler da herbringen und von den Kunden, aber auch die Politik hat die vergessen eigentlich und hat uns vergessen und sie können jetzt zeigen, dass sie was tun für uns und für die Kultur hier und für die Menschen und können uns unterstützen, dass wir das sichern. Also wir wünschen dir viel Glück, wir sind auf deiner Seite und wir werden das weiter berichten. Danke, alles Gute. Freuen, wenn es erhalten bleibt. Ja. Super. Würde mich freuen, wenn es erhalten bleibt. Ja, wir werden das hoffentlich schaffen. Ja. Danke.